Wenn du siehst in dieser heutigen Zeit, du fragst irgendeinen Bruder oder eine Schwester, möchtest du das Paradies? Wie ist die Antwort? Alle werden dir sagen, ja, wir möchten das Paradies. Aber die Frage ist nicht, ob du das Paradies willst. Die Frage ist, was ist dein Beweis dafür, dass du das Paradies willst? Einer war einmal in einem Autohaus und er schaute sich ein Auto an, von oben und unten, von links und rechts. Und er war verliebt in diesem Auto, bis der Autoverkäufer kam und er sagte zu ihm, gefällt dir das Auto? Er sagte, ich würde es am liebsten kaufen. Er sagt, möchtest du und begehrst du diesen Wagen? Er sagte, ich würde so gerne diesen Wagen haben. Er sagte, dann bezahl. Dann bezahl. Und bezahl bedeutet, zeig deine Taten. Beweise Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, dass du auch dieses Paradies wirklich begehrst. Denn Shattana, Shattana, welch ein Unterschied zwischen jemandem, der sagt, ich möchte gerne das Paradies und er bleibt bei diesen Wörtern und er tut nichts dafür. Und was für ein Unterschied zwischen jemandem, der auch für dieses Paradies arbeitet. Wir dürfen nicht faul sein, liebe Geschwister, aber leider sind wir faul geworden. Ya dhakir al-ashab, kum mutaaddiba.